Ey, ja, Leute, dann heißen sie verloren. Willkommen als Saikai. Willkommen als Saikai. Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, Remake der Zone. Ah, man, Feuer da. Ah, man, Feuer da, wo ich gleich glaube, geil. Ah, gehen wir mal durch den Kolosseum. Hallo, Trisha. Ja. Ach, nach Bildschirm. Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Weiter runter, als ich gedacht habe. Wie lange wir wohl noch fahren müssen? Was meinst du, wie viele Leute antreten? Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte, wenn du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Los, hier geht's lang. Macht schon. Midgard, die Stadt, die niemals schläft. In ihrer Mitte ein funkelndes Juwel namens Valmar. Ein Ort des Vergnügens, an dem ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Und sie haben das wertvollste Kleinod von allen gehört. Willkommen in Corneos Kolosseum. Wir versichern Ihnen, heute werden Sie hier auf dem Valmar Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt. Unsere Kämpfe werden Ihnen den Atem rauben. Der Gewinner kriegt sage und schreibe 1 Million. Und es gibt nur eine Regel: den Gegner zerschmettern. Gnadenlos. Bis das Blut spritzt. Erbarmungslos. Bis die Knochen brechen. Nur wer alle Register zieht. Nur wer am Ende noch aufrecht steht. Wird mit Ruhm und Reichtum an Wahl. Erleben Sie blutdürstige Bestien, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehlen rauszureißen. Doch wir haben sie genug auf die Folter gespannt. Zeit für blutige Kämpfe. Der Corneo-Kampf ist hier nicht eröffnet. Oh je, wo sind wir denn hier gelandet? Aus von Wasser. Gut. Ja, es heben wir falsch schnell nach. Nicht so ungeduldig. Ihr seid noch nicht dran. Wartet hier, bis man euch aufruft.
Ach, ihr seid's. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen. Naja, das Ergebnis seht ihr ja. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Nächster. Seid ihr bereit? Ja. Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen. Okay, als nächstes gibt es ein Pärchen hier. Die haben sich wohl verlaufen. Sie sind zum ersten Mal und waren sich wohl zu fein. Sie waren naiv genug herzukommen. Sind sie auch stark genug heimzukehren? Arena 2, wir glauben es. Ihr habt keine Chance, verpisst euch, zieht ab! Hey, Mann! Falscher Ort für ein Date! Hey, Kleine! Zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack! Ich bin sauer! Ihr Gegner ist unser allseits beliebter Bestienbändiger! Pferdenkraft und Erd, ein weiterer Haufen Pappen! Heute gibt sogar Nachtisch! Spitziges Blut, panische Schreie! Arena reicht für den einzig wahren, die unnachahmliche, blutdürstige Bestie! Die Gegner sind Hunde? Ha? Ein Problem damit? Gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist. Das ist doch ein Glitzleinstieg. Wie viel Fleisch werden diese hungrigen Tiere knabbern? Leute, Augen schließen ist strengstens verbunden. Na dann, viertes Match, erste Runde. Ring frei! Was ist? Mach schon! Die erste Runde hätten wir überstanden. Hm. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Team Cloud und Aeris, Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Tschüss. Last one. Habt ihr ja noch mal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Seid ihr bereit? Ja. Na dann, Hals und Beinbruch.
zuerst! Unser Traumpaar, das sich Hand in Hand durch die erste Runde gekämpft hat! Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Klautenere! Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten! Wegen euch habe ich Unsummen verloren! Ja, los, was los! Was mit der Gegner, ein paar Funkkerle aus dem Ödland, die mit diebischer Freude dabei sind! Mit Fingern so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidenschirten Opfer! Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen! Einen herzlichen Applaus für Beck und seine rabiat ruchlose Gang! Nee, drei schon jetzt. Alte Bekannte! Halt! Halt! Muss heute wohl unser Glückstag sein! Ja. Jetzt kriegt ihr euer Fett für die Sache von Neuen weg! Weg? So dick sind die doch gar nicht! Hole Nuss! Meine Fresse! Halt einfach dein Maul! Was soll das? Mein lieber Jolly, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmfinger doch knapp mit 8 Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur ein. Ja! Und zwar das, was Dr. Neo sagt. Habt ihr kapiert? Ja! 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 Der Don hat's abgesegnet, Leute. Ich geb's auf. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Wird sicher eine schöne Schlägerei. Dieser Kampf wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht Ihnen das. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Ich leg los. Jetzt fehlt uns. Anscheinend, vor das. Wenn man einkehrt. Wenn man einkehrt wohl. Puddelgären. Nochmal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Seid ihr bereit? Na dann Hals und Beinbruch. Und weiter geht's! Fang mal das. Komm. Es bleibt Feuer! Es bleibt! Jetzt! Komm doch, wenn du dich traust! Frühstück! Das habe ich schon
Aber besser gehen. Obwohl wir nur so zu weit sind, der Sieg geht an. Das schlagkräftigste Bärchen aller Zeiten, Team Cloud and Aerith. Gar nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. So weit lasse ich mich nicht nochmal herab. Sag mal, Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Jetzt sind wir im Finale. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Ja, aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. Team Cloud und Aerith, das Finale beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor. Nicht schlecht, ihr zwei. Sehr mein. Größten Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ich hab auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Verehrtes Publikum, wir haben sie lange genug auf die Folter gespannt. Der Corneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen. Das können Sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern! Ja! Yeah! Als erstes, unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefegt hat. Das Pärchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Cloud und Aerith, die Champions der bezaubernden Männer. Ja! Wunderbar! Wunderbar! Ja! Yeah!
Ihre Gegner waren bis dato bereits fünfmal siegreich. Sie hinterlassen für gewöhnlich nichts als Verwüstung. Wer Glück hat, landet im Krankenhaus. Und wer Pech hat, auf der Mülldeponie. Die hungrigen Killermaschinen und Chocobotan. Applaus für das sezierende Duo. Duo. Beigabe von Shinra. Das darf doch nicht wahr sein. Na dann, wer wird sich das Preisgeld wohl sichern? Haha, freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen. Die Entscheidung des Corneo Cups. Frei! Beileid. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Mach's gut. Na dann, werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt dein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Ja. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären.
Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Abgefahren! Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Na, alles bereit? Ja. Wette hin oder her, ihr habt einen neuen Fan gewonnen und ich bin sicher nicht der Einzige. Ihr schafft das schon. Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch war. Ist doch so, oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre. Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen, denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf. Am Start sind wieder alte Bekannte, die Turteltäubchen, die diese Arena im Sturm erobert haben. Cloud und Ellie! Cloud, du bist der Geilste! Eris, bitte werd meine Frau! Ihr Gegner kommt aus den tiefsten Tiefen unter dem Kolosseum. Kein Ungetüm wie aus den Feuern der Hölle. Und selbige ist dir sicher gleich los. Die geheimste Waffe des genialsten Dons. Begrüßen Sie mit uns das Höllenhaus! Ein einfaches Haus? Das würde mich schwer wundern. Ein Haus, das einem Albtraum gleicht gegen das dynamische Duo. Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren! In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben. Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Aus Spannung werden Sie von den Stühlen rutschen. Vorhang auf für das große Finale. Ring frei! Es ist soweit. Das Leo-Kampf-Sondermatch geht los. Was im Inneren wohl für ein blutiges Bankett veranstaltet wird? Ich will... Florian, yes. Ich glaube, ich kann nicht wissen.
So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Vorbei! Du schaffst dich so gut zu machen. Sieh mich stark. Jetzt wird es richtig heiß in der Arena. Wir haben einen feurigen Spezialgast zu besuchen. Ob dieser Schlüsselkerl auf der richtigen Seite kämpft, brennen wird es hier auf jeden Fall. Verwandelt er die Arena in einen Friedhof der Kuscheltiere? Abschau! Das Höllenhaus schwächelt! Die Chance für einen Angriff! Warte! Oh, das war aber ganz schön schnell. Yeah.
da. Widerstand ist zwecklos. Die Tür ist ins Schloss gefallen. Feuer! Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. Zeit für das Höllenhaus. Ein unglaublicher Spezialangriff vom Höllenhaus. Schluss, aus, rausverkauf. Stühle zum halben Preis. Ein absolut unvorhersehbarer Zug, wie der mit Cloud und Harris auf diesen hölzernen Niederschlag reagieren. So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Schwerer Treffer auf Kosten von Harris. Das hat sich ja wehgetan. Wenn das Charles, it's
Lockdown! Ares ist am Boden! Ein schwerer Schock für all die Ares-Fans in der Arena! Widerstand ist zwecklos! Die Tür ist ins Schloss gefallen! Ein unglaublicher Spezialangriff von Höllenau! Ares wird erschöpft. Das Publikum bangt um ihr Wohlergehen und hält vor Spannung den Arm an. Eine echte Zerreißprobe für die beiden Liebenden. Möbelkauf führt immer zum Stich. Nach diesem vernichtenden Inferno wird kaum noch was stehen. Lasst euch vom Wind tragen. Fürsorgliche Verarztung durch die schnuckelige Ares. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Der Halt nicht zur Körper. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. Schwer zu verkraften. Fütterungszeit für das Höhenhaus.
Team Cloud und Aaron! Übernimm du! Zieh dich zurück! Nicht übertreiben! Ich flieg los! Team Cloud und Aaron! Nehmen in der Holzklasse Platz! Ein regelrechter Stuhlgang, der auf die beiden niederprasselt! Schwer zu verkraften. Welche letzten Worte?
Worte. Sehen Sie sich das an! Ein unvergleichlicher Luftangriff zwingt der Ares und Cloud in die Knie. Sorgliche Verarztung durch die schnuckelige Ares. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Der heilt nicht nur Körper. Herzlichen Glückwunsch! Der heutige Corneo Cup wird sicher in die Geschichte eingehen. Da seid ihr ja. Ich hab euch schon gesucht. Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen. Gut gemacht. Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei, lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. Das war irgendwie interessant, aber Freya. Ja, ja. Ja, ja. Aber wir haben noch Updates.
Selben Bescheid. Ah, Pass verloren. Ha. Ja, da ist so eine Stunde. Ach, da, Leute. Ist auch sein Kerl. Ciao.